Lockerlehrer, Referendariat die zweite. Lerne von deinen Helden. Lockerlehrer, der positive Lehrer-Podcast. Hier bekommst du Tipps und Tricks für deinen Unterricht. Nützliches aus dem Nähkästchen. Das, was dein Lehrerleben leichter macht. Ein Podcast für lockere Lehrer. Und solche, die es werden wollen. Von und mit Lydia Klahe. Hallo moin und herzlich willkommen zur zweiten Locker-Lehrer-Podcast-Folge zum Thema Referendariat. Nachdem ich dir in der letzten Folge drei Fragen gestellt habe, anhand derer du für dich erarbeiten sollst, was für ein Lehrer du eigentlich irgendwann sein möchtest, wie du dir dein künftiges Lehrerdasein so vorstellst und was du dafür noch zu brauchen meinst, möchte ich dir heute den ersten Tipp dafür geben, wie du zu einer authentischen Lehrerpersönlichkeit werden kannst. Dabei soll es heute auch darum gehen, wie du dir aus den Stolpersteinen, die dir im Referendariat vielleicht begegnen werden, für dich etwas bauen kannst, statt dich davon erschlagen zu lassen. Hier nun also mein Lockerlehrer-Überlebenstipp fürs Referendariat Nummer 1. Lerne von deinen Helden. Wer sind diese Helden? Vielleicht hast du Vorbilder aus deiner eigenen Schulzeit oder aus dem Fernsehen. Die kennst du aber auch nur aus der Schülersicht. Jetzt aber bist du endlich auf der anderen Seite des Puls angekommen und ich rate dir, lerne von den für dein persönliches Lehrerprofil genau richtigen Kollegen, die dich tagtäglich umgeben. Ich habe dir in der letzten Folge vorgeschlagen, dir genau auszumalen, was für ein Lehrer du eigentlich sein möchtest und wie du dir dein ideales Lehrer-Ich vorstellst. Bist du dir über diese beiden Dinge sonnenklar geworden? Wunderbar. Dann Attacke. Übernimm Verantwortung und erlerne nicht nur das, was man dir im Seminar anbietet, sondern mach dich gezielt auch auf die Suche nach dem, was du brauchst, weil es nun mal deiner Persönlichkeit entspricht. Und das in deinem Kollegium. Schau dir nicht nur den Unterricht deiner Mitreferendare an, um von deren Fehlern mitzulernen. Nein, du schaust erfahrenen Profis bei ihrem Lehrerdasein zu. Mach dir das klar. Und alles, was deiner Lehrerpersönlichkeit entspricht, schaust du dir von denen ab. Du hast ja an deinem Ausbildungsort Schule das riesengroße Glück, dass du von zig Profis umgeben bist, von deren jahrelanger praktischer Erfahrung du nur profitieren kannst. Manche von diesen sind vielleicht ohnehin schon deine offiziellen Ausbilder und Mentoren und machen ihren Job wunderbar. Vielleicht aber auch nicht. Und dann gilt für dich ganz besonders, übernimm Verantwortung und such in deinem Lehrerzimmer nach Ausgleich. Schau dich um. Du hast bestimmt spannende Kollegen da sitzen, die dich zu gerne in ihre Karten gucken ließen. Glaub mir, Lehrer bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit, geschweige denn Anerkennung für das, was hinter ihrer Klassenzimmertür passiert. Was meinst du, warum ich diesen Podcast mache? Ich zumindest habe mich immer sehr darüber gefreut, wenn Praktikanten oder Referendare wirklich interessiert waren an dem, was ich da machte und ich nebenbei eine Methode an sie weitergeben konnte. Du musst nicht denken, dass sich jeder von dir belästigt fühlt, wenn du fragst, ob du mal hospitieren darfst. Und wenn du doch mal eine Abfuhr bekommst, hättest du von diesem Kollegen vermutlich eh nichts lernen können. Abhaken, der nächste bitte. Such dir mal Kollegen aus, die dir einfach nur gefallen. Die müssen noch nicht mal dasselbe Fach unterrichten wie du. Unterrichtsentwürfe kannst du auch woanders noch lernen. Im Gegenteil, es ist eine echte Bereicherung, als eingefleischter Geisteswissenschaftler mal bei einem seine Schüler wirklich begeisternden Mathelehrer im Unterricht zu sitzen. Spätestens, wenn du dann irgendwann auch mal Klassenlehrer bist, bist du eben auch nicht mehr nur für dein Fach verantwortlich, dann solltest du bestenfalls selber darüber Bescheid wissen, was deine lieben Schüler eigentlich so tagtäglich abzusitzen haben in ihren anderen Fächern. Also, geh unbedingt mal mit dieser wahnsinnig fröhlichen Französischlehrerin mit, selbst wenn du kein Wort verstehst. Schau dir an, mit welchen Mitteln der allzeit beliebte Sportlehrer selbst in der Turnhalle noch für Aufmerksamkeit sorgt. Geh unbedingt auch mal mit deinem Schulleiter mit und lern ihn von seiner Lehrerseite kennen.
Willst du selbst irgendwann unbedingt eine Familie gründen? Geh mit der jungen Lehrerin mit, die gerade frisch aus der Elternzeit kommt, und schau dir an, was die gerade bewegt. Ich rate dir das deswegen, weil ich selbst damals viel zu viel Kraft und vor allem auch meine ganze Sorge in das Vorbereiten von Unterrichtsbesuchen, Lesen von Sekundärliteratur und Ausformulieren didaktischer Begründungen gestützt habe. Versteh mich nicht falsch, diese Aufgaben sind wichtig, und mich ordentlich damit zu befassen hat mir damals für den Moment Sicherheit verschafft. Aber das alles habe ich natürlich dann auch ganz schnell wieder vergessen. Behalten für meine eigene Unterrichtspraxis habe ich jedoch, wie man durch die richtigen Methoden, Stimme, Mimik und Gestik selbst als ruhiger Typ für richtig viel Aufmerksamkeit im Unterricht sorgen kann. Abgeguckt. Check. Behalten habe ich, wie man allein durch seine fröhliche und positive Art im Umgang mit Schülern einen anspruchsvollen Oberstufenkurs zu motivierter Mitarbeit anregen kann, selbst wenn die eigenen Tafelbilder eine Katastrophe sind. Abgeguckt, check. Wie man als Schulleiter mit schwierigen Eltern verhaltensauffälliger Schüler spricht, abgeguckt, check. Es gibt Dinge, die kannst du nicht nachlesen, beziehungsweise die solltest du nicht einfach nur nachlesen oder dir erzählen lassen oder auf Pinterest suchen. Erlebst du das alles bei fähigen Kollegen hautnah mit, dann bleiben diese Erkenntnisse nachhaltig bei dir haften und sie werden irgendwann ganz selbstverständlich zu deinem Repertoire. Welche Ängste bringst du mit? Stell Fragen, wo du kannst. Das ist die Chance. Lehrer sind das gewohnt. Sie fühlen sich geschmeichelt, wenn du sie was fragst, wie sie zum Beispiel mit bestimmten Umständen umgehen, die dich gerade besonders beschäftigen. Also trau dich, in der großen Pause oder im Kopierraum mal den netten Kollegen nebenbei nach seinen Erfahrungen mit deinem Angstthema zu befragen. Kommt dies dann irgendwann sogar als Seminarthema auf den Tisch, bist du bereits darauf vorbereitet und kannst alles sogar mit praktischen Beobachtungen abgleichen. Lernkanäle vernetzen, das gilt auch für Lehrer. Vielleicht sagst du nun, sehr witzig, hospitieren soll ich ja ohnehin schon. Woher soll ich die Zeit für noch mehr nehmen? Und ich sage dir, indem du die richtigen Prioritäten setzt. Ich habe im Laufe der Zeit mehrere Kollegen kennengelernt, die während des Referendariats sogar ihre Kinder bekommen haben, weil sie sich gesagt haben, nö, davon lasse ich mir jetzt meine Familienplanung nicht kaputt machen. Glaube nicht, dass die irgendeinen Sonderbonus vom Seminar bekommen hätten. Nein, für die war klar, ich habe nur eine begrenzte Zeit, um mich mit diesem Ausbildungsteil, ne, zu beschäftigen. Und die restliche Zeit gönne ich meinem Kind. Es geht nicht anders. Und trotzdem oder gerade deswegen haben die ein richtig gutes zweites Staatsexamen hingelegt, weil sie noch ein zweites Leben hatten. Und weil sie sich von diesen Stolpersteinen nicht zu sehr haben mitnehmen lassen können. Es gab noch ganz andere in ihrem Leben zu bewältigen. Und wenn die das können, kannst du das vermutlich erst recht. Auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Ich möchte nur, dass du gezielter auswählst, womit du deine Ausbildungszeit verbringst. Dass du mit einer bestimmten Intention einem Kollegen folgst, bestimmte Dinge beobachtest und dir nach und nach ein dir entsprechendes Repertoire an Methoden, Verhaltensweisen und Kniffen zum Umgang mit den Dingen, die dir momentan noch Sorge bereiten, erstellst, das von echten Vorbildern kommt. Und ich möchte, dass du Dinge lernst, die dir als Lehrerpersönlichkeit wirklich entsprechen und die dir dadurch heute schon Sicherheit verschaffen können. Genieß die Freiheit, in deinem jetzigen Status noch alles fragen zu dürfen. Und bei Lehrern, die dir eben nicht irgendwann auch eine Note verpassen müssen, traust du dich vielleicht auch, Persönlicheres zu erfragen, was du für dein persönliches, ideales Lehrerdasein brauchen kannst. Wenn dir so schnell einfach kein Kollege einfällt oder du im Lehrerzimmer niemanden mit Hospitationswünschen behelligen magst, erkundige dich doch mal nach besonders auffälligen, schwierigen oder aber auffällig guten Klassen an deiner Schule und begleite diese Klassen mal einen Tag lang. Versuch herauszufinden, warum die Schüler so sind, wie sie sind und wie sie auf unterschiedliche Lehrertypen reagieren. Schau dir ab, mit welchen Mitteln deine Kollegen diese Schüler zur Raison bringen und mit welchen offensichtlich nicht. Und überleg dir für dich,
Wie hätte ich in dieser Situation gern reagiert? Welcher Lehrertypus bin ich eigentlich? Beziehungsweise welcher von denen hier möchte ich eigentlich sein, wenn es zum Beispiel um Krisensituationen geht? Vielleicht gefällt dir ja dann einer der Lehrer, die dort auftauchen, so gut, dass du den öfter in seinen Unterricht begleiten möchtest. Hier lernst du dann wirklich dazu. Wenn du deinen Fokus stärker auf deine praktischen Schulerfahrungen setzt und eben deine eigenen Bedürfnisse, kann sich auch jedes offiziell nachmittags im Seminar bearbeitete Thema bedeutend besser setzen. Ich behaupte außerdem, je mehr Verantwortung du für deine Ausbildung übernimmst und je gezielter du dann auswählst, was du lernen möchtest, desto größere Sinnhaftigkeit erhält für dich dein Referendariat. In den letzten Jahren wurde die Lehrerausbildung in der Uni ziemlich festgezurrt. Du hattest weniger Wahlfreiheit als die Lehrer vor dir und du bist da reingewachsen. Du musstest da auch irgendwie durch und so fühlst du dich vermutlich auch jetzt. Doch möchte ich dir trotzdem vor Augen halten, dass du so hilflos gar nicht mehr bist, wie du dich manchmal in deiner Lehrer-Schüler-Spagat-Rolle als Referendar womöglich fühlst. Ich möchte dir raten, dein Referendariat nicht irgendwie hinter dich zu bringen, sondern auch von den Erfahrungen kompetenter Kollegen zu lernen. Und davon gibt es so viele um dich rum. Was auch immer dir deine offizielle Ausbildung vielleicht momentan verhageln mag, schaffst du dir deinen eigenen inoffiziellen Lernpool im Kollegium deiner Schule, wirst du dir alles andere bedeutend weniger zu Herzen nehmen müssen, weil es eben nicht das Lehrerleben ist. Das Lehrerleben ist das, was dir deine persönlichen Helden jetzt gerade vorleben. Und dir das anzuschauen, wird dir gut tun. Nur wenn du Verantwortung für deine Ausbildung übernimmst, wird sich auch dein Lehrerprofil schärfen. Und mit diesem Lehrerprofil kannst du dann auch an deiner zukünftigen Schule glänzen. Wenn du dieses persönliche Profil erstmal klar hast, kannst du auch bedeutend gelassener mit den Umständen umgehen, mit allem, was dir an deiner Ausbildung jetzt vielleicht gerade nicht schmeckt. Achtung, Nähkästchengeplauder. Nach der letzten Podcast-Folge übers Referendariat setzte sich tatsächlich ein sehr kompetenter Kollege mit mir in Verbindung, um mit mir über sein Referendariat vor einigen Jahren zu sprechen. Er hatte was ganz Ähnliches erlebt wie ich und er hatte seinen eigenen Weg gefunden, doch noch das Beste für sich daraus zu machen und eine stabile und erfolgreiche Lehrerpersönlichkeit zu werden. Ich bekam solche Ohren. Der hatte auch außerhalb von Schule auf Bildungskongressen, durch Auslandserfahrungen und auch durch persönliche Coachings so viele Impulse aufgeschnappt, dass ihm im Referendariat irgendwann klar werden musste, ich bin völlig anderer Meinung als der für mich hier gerade zuständige Mentor und ich würde am liebsten meinen Unterricht ganz anders gestalten, als der das jetzt unbedingt von mir möchte. Doch wenn ich das tue, schafft das Konflikte, die ich im Moment echt nicht gebrauchen kann. Außerdem bin ich ja hier, um etwas mir Neues zu lernen. Es ist doof, dass ich in den nächsten 2 Wochen so völlig gegen meinen momentanen Kenntnisstand und gegen mein persönliches Empfinden unterrichten muss, aber es geht nur um wenige Wochen. Ich lerne jetzt gerade von dem hier eine eher klassische Art kennen, ne, die zu kennen auch wichtig ist. Es ist wichtig, auch die andere Seite verstehen zu lernen und nicht bei dem stehen zu bleiben, was ich für guten Unterricht halte. Später kann ich dann immer noch mein eigenes Konzept umsetzen. Bis dahin stecke ich keine Energie mehr in diesen Konflikt. Ich fand es sehr beeindruckend, dass dieser Kollege da so gut trennen konnte, obwohl er ja gegen seine eigenen Prinzipien anging. Doch er blieb voll und ganz bei sich, weil er eben auch noch andere Quellen hatte, die ihn bestätigten. Und der Typ ist nicht etwa ein Weichei. Er schloss sein Referendariat zwar mit einer Durchschnittsnote ab, doch anschließend rutschte er fast automatisch in die Schulentwicklung, weil er trotz einer kurzzeitigen Anpassung seine Maxime nie aus den Augen verloren hat. Unterricht gestaltet und kommuniziert der nun im Einklang mit seinen Vorstellungen und er kann nun Kollegen anderer Denkschulen viel besser verstehen und sie eben gleichzeitig auch viel besser von neuen Wegen überzeugen.
Und ich als eine Person, die wirklich aus jeder Situation etwas Positives ziehen möchte, denke mir, hier hat jemand anstatt zu jammern am richtigen Ende Energie gespart und wurde somit trotz oder gerade wegen der Widerstände im Referendariat sich seiner selbst bewusst. Zusammenfassung. Mach dir klar, was für ein Lehrer du sein willst und was deiner Persönlichkeit entspricht. Erarbeite dir darauf aufbauend im Referendariat dann auch dein persönliches Lehrerprofil, in dem du von Profis lernst, die dir wirklich entsprechen. Such dir im Lehrerzimmer freundliche, fröhliche, fähige Kollegen und folge mal mindestens einen Tag lang einer berüchtigten Klasse, um zu schauen, auf wen dieser Kollegen die Schüler am besten reagieren und von wem du vermutlich dir noch einiges abschauen möchtest, solange du den Status des Referendars noch hast. Wenn Mentoren und Fachleiter dir etwas abverlangen, was diesem Profil nicht entspricht, nutze auch diese Erfahrung, um daran zu wachsen. Du lernst dadurch noch weitere Seiten von Schule kennen, die dich auch dann weiterbringen, wenn du sie in deinem Unterricht künftig nicht selbst umsetzen willst. Lass Widerstände zu deinem persönlichen Muskeltraining werden, das dich stark macht, dir hilft, dich künftig besser zu positionieren und eben auch empathisch für die andere Seite sein zu können. Sei dir darüber im Klaren, dass du dein Profil in diesen anderthalb Jahren vermutlich noch nicht in aller Herrlichkeit entwickeln und ausleben kannst, aber nimm dir vor, darunter künftig nicht mehr zu leiden. Das bindet deine Energie. Schau dir an, was aus anderen Lehrern geworden ist und freu dich darauf, dass nach dem Referendariat eine lange Zeit folgt, in der dich das erwartet, was du dir tagtäglich bei denen jetzt schon anschauen kannst. Lerne von deinen Helden. Das soll es erstmal gewesen sein. Diese Folge ist jetzt lang genug geworden. In der nächsten Lockerlehrer-Podcast-Folge übers Referendariat möchte ich dir gerne Denkanstöße dafür liefern, wie du für passenden Ausgleich sorgen und wieder ausreichend Kraft schöpfen kannst. Hat dir diese Folge gefallen, hinterlass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes und leite sie natürlich auch gerne an andere Mitreferendare und Mitleidende weiter. Fühlst du dich von mir in deiner Situation als Referendar besonders gesehen oder eben auch übersehen? Freue ich mich sehr, wenn du dich ebenfalls mit mir in Verbindung setzt. Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Du erreichst mich über meine Homepage lockerlehrer.de oder auch über die Facebook-Gruppe Lockerlehrer. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, Lockerlehrer!